Halli, hallo, Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Far Cry 4 und Tal der Yetis, der DLC. Und ja, ich bin der Onkel und ja, willkommen zurück. Es war jetzt ein paar Tage Pause von Far Cry. Das tut mir leid, aber es ging nicht anders. Ich hatte einfach keine Aufnahmezeit gefunden, aber jetzt ist es wieder soweit. Und weiter geht's. Und das DLC müssten wir ja auch bald hinter uns haben. Weil so lang kann es nicht mehr sein. Was ist denn hier los? Oh, was ist denn hier los? Nette Hundewesen. Ja, lang kann es auf jeden Fall nicht mehr sein. Ich denke mal, dass ich mit der heutigen Session durch habe. Es sind ja nur noch diese zwei Nebenmissionen auf Dings. Die und die. Ach, apropos, ja, Entschuldigung, dass ich nicht von hier gestartet bin. Und zwar waren ungefähr eine Minute Aufnahme-Fail hier. Und da bin ich, habe ich mich begrüßt, bin hier lang gefahren und habe ich gemerkt, die Aufnahme ist schief gegangen. Und deswegen habe ich ein bisschen mittendrin gestartet. Das war definitiv auch wieder ein Versehen. Irgendwie fails allgemein bei Far Cry 4. Aber das ist ja Wumpe. Wir sollen jetzt hier, ich weiß es nicht. In diesem Gebiet ist irgendwas. Und ich habe keine Ahnung, was es sein soll. Ich denke mal, vielleicht ist es Vieh. Zack. Oh, 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 oh. Ach, guck. Ach, das war Jagdkontrolle Gedöns. Okay. Das haben wir. Haben wir hiermit bestanden. Was hab ich? Was stand da? Fähigkeiten. Ich glaube, Fähigkeitenbaum war so weit aus. Ach nee, jetzt war. Ach, Quatsch. Auf den Kostenpunkt 1. Doch hier. Ach, geht nicht. Okay. So, da kann man jetzt erstmal nichts machen. Brauchen wir noch ein paar Points. Da finden wir viel Gedöns rum. Munitionskiste. Was haben wir denn hier? Nicht. Hier hinten steht eine Kiste. Die müssen wir schnell holen. Denn ohne diese Kiste fühle ich mich nicht sehr wohl. Wo ich das Ende hergeholt habe, keine Ahnung. Ist ja auch völlig egal. So, ja, hier haben wir noch eine Kiste. Kisten. Oh yeah. Viele, viele bunte Kisten. So, hoch hier und da oben ist bestimmt noch eine schöne Kiste für mich. Da sag ich doch, ich habe doch richtig geraten. Ich könnte jetzt eigentlich mal ganz kurz, zack, mir mal eine Spritze reindonnern. Damit ich, ein Zettel. Kamlesch-Buch Part 5. In all den Jahren habe ich so etwas noch nie gesehen. Colonel Sandage hatte recht, alle Vorsichtsmaßnahmen in den Wind zu schießen. Ich glaube, wir haben vielleicht eine Möglichkeit gefunden, das volle Potenzial des menschlichen Verstandes auszuschöpfen. Ich werde sofort mit eigenen Experimenten beginnen. Ich wurde im Lichte Jalungs erweckt. Ja, schön für dich, ne?
Du, das ist ganz toll für dich, Digga. Das ist, das kann man dir nicht nehmen, du. Ne? Das kann man dir nicht mehr nehmen. So, dann haben wir hier eine neue Waffe. Sehe ich gerade? Ah. Hm. Au. Aua. Oh, was haben wir denn weiter? Oh. Hm. Nee. Da ist noch eine Kiste. So. Ja, oder so. Oh, ich dachte jetzt schon hier. So, jetzt haben wir hier Upgrade-Aufgabe. Frachtentführung. Die Jünger sammeln Baumaterial. Auf dem Schrottplatz entführe ihren Truck. Bla, 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 bla. Jo. Das tun wir glatt weg. Rauf auf den Ding, Hüpf-Ding. Fahrgedöns-Ding. Ach nein. Die netten Wesen greifen mich wieder an. Ja. Oh, ich hab einen Boss weg, da hauen sie ab. Schaut lieber zu mir haltet. Mit mir kommt. Euch erfreut an eurem Leben. Nein, so spielt ihr lieber mit diesen. So, was soll er denn so einstecken? Ein Kyrat Royal Gedöns Dings Gedöndong da. Ja, Moment, ich durchsuche den noch, dann kannst du mich angreifen. Oh, cool. Sehr schön. Ich glaub mit dritten Edge, Alter. Ach, jetzt hätte ich die ganzen Dinger noch einsammeln müssen. Oh. Aber es gibt ja Knete, dann kann man sich ja wieder kaufen. Stimmt ja. Und ich laufe einfach dran vorbei. Ach, ich wieder. Ich bin voll raus aus dem Spiel, voll raus. Und das macht aber nichts. Wir haben ja Zeit satt. Ist ja nicht so, dass uns hier irgendjemand antreibt. So. Wurde hier unten schon dafür gemecker. Ach, guck mal, hier ist doch dieses. Das ist doch der Mr. Yeti. Yeti Time. Ganz ruhig bleiben, mein Freund. Oh, zwei auf einen Schlag. Der dumme kleine Yeti. Du weißt, wenn ich hier. Oder man kann aber. Ja, oh, klar, da greift mich an, ne? Aua. Oh, die Fresse. Ach so. Ja, R3, ne? Das ist verdammt. Moment, ich muss noch schnell.
Mein Gott. Ah, so ging das. Zack, zack, zack. So, Herr Yeti. Gnadenstoß. Lalalalala. Och, ich komme schon wieder so ein Dreckshund. Das war's für den Jedi. Und tschüss. Jedi. Ich sage immer Jedi anstatt Yeti. Das ist selten dumm, ich weiß. Okay, du bist ja schon halb kaputt, du Ding. Halten, um zu reparieren. Ach, ernsthaft. Naja, ja. Tja. Du kannst da heulen, wie du willst. Oh nein. Der Vogel ist ja total durchgedreht. Die Fresse. So, weiter geht's. Ein Yeti. Mit dem Mogami jetzt gerade nicht anlegen, du. Mit dem Yeti. Ich strenge mich jetzt extra an, Yeti zu sagen. Das macht mich ja noch völlig lächerlich. Möge die Macht mit dir sein. Lalalalalala. So, da Huam ist der Huam. Und du ist immer schön. Upgrade Ostseitminenfeld. Yeah, gratis im Handel. Yeah, yeah. Halten, um auszusteigen. So, jetzt haben wir noch eine Mission. Jetzt haben wir noch eine Mission. Man on a mission. Karte. So, ach so, ich hab 5 ab. Wow. Pistolen-Takedown und weiche Landung, das klingt doch gut. So, jetzt haben wir immer noch 2. Wo ich diese Scheißspritze überhaupt gar nicht benutze. Aber okay. Hauptsache haben. Dann wäre das letzte noch hier: Upgrade-Aufgabe. Schütze in dieser Aufgabe die Jagd des Jägers. Vor den Angriffen von Schneeleoparden. Mindestens 10 müssen überleben. Das hört sich gar nicht mal so einfach an. Oh. On the way to the Yaks. Na komm. Hopp, hopp. Ui, 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 ui. Sudle, sudle da. Du meine, sei gleich da. So, ihr Schnellu-Juise-Paten. Ich mache in euch jetzt kalt. Mal hier noch. Hier sind noch 2 Diamanten-Dings.
Gedöns, Gedöns, Kisten, Gebums. Hallo? Wo bist du? Hallo? Zwei Kisten, Gedöns. Hier sind noch Diamanten, das sehe ich ganz genau. Ah ja. Bestimmt wieder hier oben. Zack. Ja, sicherlich. Aber dafür haben wir den Bärentöter mit. Komm her, komm, 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 komm. Batz. Tja, mein lieber Freund. Oh, ich kann irgendwas basteln. Basteln. Boah, jetzt krabbelt mal wo mein Auge. So. Ich kann etwas herstellen. So, was kann man denn machen? Und zwar hier unten Sprengstofftasche. Wow. Das ist ja Dunkelwasserdrachen. Schattenleoparden. Kargadan. Aha. Okay. Spezielle. So. Okay, dann wollen wir mal die Schneeleoparden killern. Killer. Ja, 10 müssen überleben, aber dann. Oh. Da ist doch noch irgendwie. Das kann doch nicht wahr sein. Da. So. Auf zur Jagdfarm. Guten Tag. Oh. Ja, ja, super. Beschütz mal die Viecher. Okay, jetzt sehe ich die Schwierigkeit da dran. Och, jetzt kommen die auch noch, ey. Das sehe ich jetzt schon ein bisschen als problematisch. Die Drecksviecher. Ja. Wo denn? Da muss ich aufpassen, weil wenn ich jetzt über diesen starken... Hä? Willst du mich verarschen? Warum erwische ich dich denn nicht? Jetzt kommen die Drecksviecher noch auf mich zu. Wow. Okay, das ist doch etwas schwieriger, als ich annahm. Das habe ich jetzt nicht so erwartet. Scheißen Dreck. Hm, ah, guck mal, hier haben wir sogar eine neue Waffe. Die habe ich gar nicht gesehen vorhin. Aber was ist denn das für eine neue Waffe? Du? Warum habe ich die denn nicht gesehen vorhin? Ja, das ist eine gute Idee. Okay, habe ich denn? Nee, habe ich noch nicht. Ich würde sagen, du wirst meine neue... Okay, ich probiere das jetzt mal einfach mal. Ich glaube, dass es so mega in die Hose gehen wird. Da will man diesen Drecksbiestern helfen. Einzig, was die Mistviecher. Was? Nicht so schnell, Junge. Mit Silbigen. Ma. Na super, jetzt muss ich in das Getümmel rein oder was? Na klasse. Ja, bring dich doch erstmal selber um, Onkel.
Ja, warum rennst du denn? Ich helfe dir doch. Aua. Wo sind deine Kollegen, Mann? Ah, da hinten. Die wurden schon wieder angegriffen. Meh. Wie schnell die sind, die Viecher. Aufpassen, aufpassen, aufpassen. Ja, du musst schon nachladen. Ach, ne. Alter. 12 Jacks noch übrig. Boah, Drecksbiester. Geh nicht auf mich zu. Let me go. Oh nee. Lass mich doch in Ruhe. Okay, ich muss. Das ist Drecksbier. Wow, Upgrade. Wow. Wow. Und weg hier. Lass mich hoch. Uiuiui. Kann ja wohl nicht wahr sein. Das war nur leicht anders. Aber eure Fälle gehören mir. Denn die bringen Geld. So, jetzt haben wir die ganze Nebenmission abgeschlossen, liebe Freunde. Jetzt widmen wir uns den Hauptmissionen. Aber das Ganze erst im nächsten Part. Aber dazu fahren wir noch fix. Ja, es wird mich wieder ankommen, macht das schneller. Es rennt mir gerade hinterher. Zumindest habe ich das Gefühl dazu. Puh. So, fahren wir noch fix Häme. Ja, keine Ahnung. Ich fahre einfach mal. Ja, super. Die Felsklippe sind wir mit dem Auto, im LKW lang gefahren, das weiß ich noch. Das war eine heikle Angelegenheit. Ja, selber schuld. Au! Da unten war auch eine Waffe, aber das ist egal. Ich bin ja froh, wieder heil nach Hause zu kommen. Wow. Wow. Und da sind wir. Guten Tag. Oh. So, meine lieben Freunde. Ja, das war's dann auch schon wieder für den Part für heute. Das nächste Mal widmen wir uns den Hauptmissionen. Und Feld des schwarzen Teufels. Mhm. Neue Herstellung können wir sowieso nichts machen. Fähigkeiten haben wir 2, dann machen wir das. Und ja, dann würde ich sagen. Das ist zwar freigeschaltet, aber das ist auch schon gekauft. Also von daher, da brauchen wir nichts mehr kaufen. Das ist schon alles. Also wir haben jetzt die Basis voll ausgebaut. Wie es ausschaut.
Und der Rest, ja. Na. Okay, dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part. Da widmen wir uns dann hier diesem Funkgerät. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Und ja, würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum... Scheiße, wann kam es denn immer? Montag, Mittwoch? Nee, es kommt täglich. Ja, dann bis morgen. Und tschüss.